hier aus hat man den schönsten Blick über Wien. Und von hier aus Grinzing, dem Weinviertel Wiens, stammt die berühmteste und beliebteste Schauspielerin Österreichs, Deutschlands und der Schweiz, Christiane Hörbiger. Frau Hörbiger, Sie haben ein wunderschönes Plätzchen hier für uns ausgesucht. Das haben Sie aber sehr nett gesagt. Vielen Dank, dass Sie mich so charmant vorgestellt haben. Noch dazu von einer Frau so nett vorgestellt zu werden. Vielen Dank. Gerne. Ich bin halt hier aufgewachsen und das ist so ein bisschen Grinzing. Nicht jeder Baum ist ein bisschen übertrieben, aber jedes Haus erinnert mich an irgendwas natürlich. Und wenn Sie jetzt, darf ich es mit meinem Zeigefinger zeigen. Bitte. Wenn Sie da hinunterschauen auf dieses kleine Stückel Dach mit den drei Rauchfängen, mit den drei Weißen, rechts neben der Blutbuche, das ist mein Elternhaus. Dort sind wir alle drei aufgewachsen. Und jetzt wohnt meine Schwester drinnen mit meinem Neffen. Sie müssen eine wunderschöne Kindheit hier gehabt haben. Ich habe eine sehr behütete Kindheit gehabt. Jetzt im Rückblick sage ich mir, mein Gott, ich hatte zwei Eltern, die beide in der Hauptsache vom Theater gelebt haben. Die Mama hat Filme gemacht. Ja, sie war eine sehr, sehr gute und sehr berühmte Filmschauspielerin. Aber nach dem Krieg haben sie das Haus und uns von Theatergagen erhalten. Und die waren nie sehr hoch. Und sie haben ihre eigenen Eltern unterstützt und sie haben drei Kinder großgezogen. Und wenn ich mir heute überlege, Donnerwetter, das ist eine Lebensleistung von dieser Generation, die man erst schätzt, wenn man selber, also über die Mitte des Lebens hinaus ist, aber ins letzte Drittel geht, dann sagt man sich, toll, was diese zwei Menschen gearbeitet haben. Ich bin ein freier Mensch, ich habe mein Recht auf mein eigenes Leben. Nimm bitte zur Kenntnis, dass Dr. Breitnadler mein Bräutigam ist und du wirst ihn empfangen. Du merk dir, mein Kind, ich bin in meinem Leben schon mit ganz anderen Bräutigämmern fertig geworden. Denn deinen erledige ich spielend. Sie haben so lange in Zürich gelebt, sind so viel unterwegs. Fühlen Sie sich eigentlich hier überhaupt zu Hause? Ich fühle mich in Wien zu Hause, weil die Menschen hier meine Sprache sprechen. Und ich glaube, ich bin doch sehr in der österreichischen Sprache verhaftet. Und ich fühle mich komischerweise behütet. Ich fühle mich beschützt. Woran das liegt, kann ich nicht sagen. Meine beiden Schwestern sind hier. Es wäre jetzt makaber zu sagen, der Friedhof, wo mein verstorbener Mann liegt und meine beiden Eltern. Aber es hat sicher doch etwas damit zu tun.